Am Donnerstag, dem 30. Juni 2011, fand im BBW in Wittenberg ein Projekttag im Rahmen des Tabeo-Programms statt. Bei dem besagten Programm können Schüler sich in der Arbeitswelt orientieren, um später den Beruf fürs Leben zu finden. Dabei haben sie an 10 Tagen die Möglichkeit, 5 verschiedene Arbeitsbereiche kennenzulernen. Elektrotechnik, Chemie, Gastronomie, Medien und viele andere Richtungen sind Bestandteil des Programms. Also heute, unsere Besucher, unsere Schüler, die können in bis zu 10 Berufsfeldern hier sich ausprobieren. Die sind nicht nur heute da, sondern an 9 weiteren Tagen, also insgesamt an 10 Tagen. Und die können hier bei uns in den Bereichen Metalltechnik, Chemietechnik beispielsweise, Gastronomie, Farbe- und Raumgestaltung, Mediengestaltung und noch viel mehr sich ausprobieren. Dort werden kleine Projekte mit Unterstützung von Ausbildern gestaltet und die Schüler können schauen, was ihnen vielleicht liegt, was ihnen nicht so gefällt, wo sie eventuell auch künftig ihre beruflichen Orientierungen suchen. In den einzelnen Bereichen können sich die Jugendlichen praktisch ausprobieren. Ob es beim Feilen in der Metallwerkstatt ist, beim Erstellen von PowerPoint-Animationen im Medienraum oder beim Kochen in der hauseigenen Küche. Für jeden gibt es die optimale Beschäftigung. Seit 2005 gibt es dieses Programm, welches jedes Jahr stattfindet. Schüler der 8. Klassen können sich daran beteiligen. Dieses Jahr sind es 500 an der Zahl. Diese kommen aus den Schulen des gesamten Landkreises. In Sachsen-Anhalt ist aktuell die Quote der Ausbildungsabbrecher sehr hoch, über 20%. Ein Grund dafür ist unter anderem, die Jugendlichen sagen das dann auch entsprechend, dass sie vorher gar nicht so genau wussten, was in einem Ausbildungsberuf, in einem bestimmten, den sie gewählt haben, eigentlich auf sie zukommt. Und weil ihnen das dann oftmals nicht gefällt oder die Anforderungen zu schwer sind, möglicherweise brechen sie dann ihre Ausbildung ab und suchen sich was anderes. Das ist allerdings schon ein wirtschaftlicher Schaden, der da entsteht. Und insofern haben wir oder versuchen wir durch diese frühzeitige Berufsorientierung in der 8. Klasse damit zu beginnen, bestimmte Berufsfelder den Schülern näher zu bringen, dass sie vielleicht auch schon oder hoffentlich dann ein bisschen besser wissen, was in den verschiedenen Berufen mal auf sie zukommen könnte. Neu in diesem Jahr ist die Potenzialanalyse für Schüler. Bei dieser werden die persönlichen Eigenschaften und Interessen kombiniert, um so den perfekten Berufszweig für Jugendliche zu finden. Für die Organisatorin ist eine solche Art der Berufsfindung sehr wichtig. Also ich persönlich finde es sehr wichtig. Allerdings weiß ich auch, dass die Schüler das zu großen Teilen auch sehr, sehr wichtig finden und auch die Lehrer und die Schulleiter. Wir arbeiten in diesem Projekt, in diesem Tabeo-Projekt, ja sehr eng mit den Schulen zusammen und haben dort auch sehr viele Kontakte mit den Lehrern und den Schulleitern. Und daher bin ich mir sicher und weiß das auch sehr genau, dass die Dinge, die wir hier tun, ja auch mit zum Schulalltag irgendwo dazugehören und für die Entwicklung und die Kenntnisgewinnung der Schüler ganz okay ist. Für die Schüler, die zurzeit an diesem Programm teilnehmen, findet nächste Woche der letzte Projekttag statt. Danach hoffen Organisatoren und Schulen, dass viele Schüler ihre ideale Berufsrichtung gefunden haben.